Also Schlangen gehören wirklich nicht in ein Unterseeboot. Das war wieder eine spannende Angelegenheit. Entspannen Sie sich jetzt erstmal. Ne? Wir machen das alle hier. Und wir treffen uns gleich zum Spiel, zum RTL-Spiel, ja? Noch einmal geht es heute Abend. Sie sehen, ich greife schon in die Vollen um 100 Mark. Für wen? Hier ist die Karte. Für Christa Uhrig aus Ensdorf an der Saar. Und die Christa möchte gerne die Kassette mit dem Buchstaben R. Hier ist die 100 Mark, Christa. Stehen auf dem Spiel. Mal sehen, ob Sie die heute Abend noch gewinnen. Wie ein Kinderspielchen, nicht? So, wir schauen jetzt noch mal, bevor wir gleich hören werden, wie das Wetter morgen wird, hoffentlich besser als heute, auf die Uhr. Bringt mit so wenig Pulver so viel Reinheit. Pur von Henkel. Reines, konzentriertes Waschpulver. Pur. So wenig für so viel Reinheit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Casino 2000 Bad Mondorf Luxemburg. Wieder erwarten bleibt unser Wetter wenigstens bis zum Wochenende leider unbeständig und feucht. Denn das Tief über unserem Sendegebiet schwächt sich nur langsam ab. In der Nacht neblig, trüb und Sprühregen, Damm und Garten. Morgen und Nacht zur Aufheiterung. Beim Singwesten regelt und Temperaturen um 15 Grad. In Nord- und Süddeutschland ist es die Bibliothek schon weit fehlt. In Brandenburg 15, in Tür und Saab 14 und in Bonn 16 Grad. Entschuldigung, Justus. Kennen Sie das Herbstgedicht? Wer jetzt kein Haus hat, ich kenne, was ich alles ein bisschen mitmacht. Und Sie, da werden heute versuchen, einmal ein Haus gemacht. So, wer ist so, hat sich das gefroht. Wie war's, Lord, bin ich nicht mehr. Tut mir leid. Casino 2000, Mondo, American Roulette, Blackjack, Slot Machines, Konferenzen, Tagungen, Seminare von 5 bis 500 Personen. Casino 2000, Mondo, Luxemburg. Wenn Sie sich jetzt erst bei RTL Plus eingeschaltet haben, dann möchte ich Ihnen nochmal Barbara Noack vorstellen. Frau Noack ist eine der beliebtesten Autorinnen der Unterhaltungsliteratur. Sie ist die Frau, die Bastian geschrieben hat. Da weiß jeder Bescheid, jeder kennt ihren Bastian, Frau Noack. Und Tucholsky hat mal etwas über die Berlinerin, die Sie hier sind, gesagt. Er hat gesagt, die Berlinerin hat Sinn für Romantik und, was war das noch, für Romantik und Humor. Humor haben Sie immer in Ihren Büchern bewiesen, ne? Romantisch bin ich auch. Sind Sie auch? Mhm. Was ist das überhaupt, wenn man romantisch ist? Das weiß man. Mondschein. Meinen Sie, wenn man Mondschein liebt? Na, wenn man Mond scheint. Wenn man Mond? Mond scheint. Mondschein ist ja auch ein Verb. Ach so? Ja, ja. Kennen Sie das nicht? Nein. Doch, ich mondscheine ab und was zu. Was heißt das? Sie träumen manchmal. Mhm. Ja. Ja, wovon träumen Sie? Ja, auch darf bei Sonnenlicht. Ich das nicht fragen? Oh Gott, wovon ich träume, es kommt gerade auf die Situation drauf an. Mhm. Alles offen. Mhm. Wovon ich träume, dass ich weniger arbeiten muss, dass ich alles schneller finde, was ich verbummelt habe. Ich habe eigentlich ganz, ganz prosaische Träume. Mhm. Gut, wir wollen jetzt noch einmal über die Buchmesse berichten. Waren Sie eigentlich dieses Jahr auf der Buchmesse mit ja, Ihrem aber nur neuen einen Buch? Tag. Ja. Ich war nur einen Tag, also nur zu einem Essen da und dann kurzen Interviews und dann bin ich wieder nach Hause. Muss man das? Also, ich glaube... Verlangt der Verlag das? Nein, ich will Ihnen sagen, es ist jetzt nicht mehr
so interessant, wie es früher war. Ich bin eigentlich nie ehrlich gestanden, da ich nicht so Publicity wild bin. Bin nie hingefahren auf die Buchmesse, um nun gesehen und gehört und interviewt zu werden, sondern wegen des Gaudis. Ja? Mhm. Und es war früher eine unheimlich nette Zeit, da traf man alle Autoren wieder, die man nur meistens einmal im Jahr sah. Und, aber ich glaube, es ist auch heute noch eine nette Zeit. Wir wollen uns das mal anschauen. Heute ist ja letzter Tag. Wir unterhalten uns nachher noch mal drüber, ja? Ja, gern. Heute ist letzter Tag der Buchmesse. Der Rainer Holbe ist in Frankfurt und ich übergebe jetzt alles an den Rainer. Und es heißt wieder mal Ostern. Liebe Zuschauer von RTL Plus, dieses Buch heißt Musashi, ist eine Übersetzung aus dem Japanischen, ist 1200 Seiten stark und kostet 46 Mark. Trotz dieses hohen Preises für einen Roman ist das Buch einer der heute in Frankfurt zu Ende gegangenen internationalen Buchmesse. Und das ist für den Handel so etwas wie eine Sensation. Denn bisher glaubte man, dass die Schallgrenze für Romane bei 39 Mark liegt. Und eine zweite Sensation bahnt sich für den erfreuten Buchhandel und für die glücklichen Verlage an. Es wird wieder mehr gelesen in Deutschland. Gerade solche dicken Wälzer sind im Kommen. Romane aus dem Bereich der Fantasie, andere Romane, das ist das, was hier in Frankfurt am meisten verkauft worden ist. Und verkauft wurde an andere Verlage, denn hier in Frankfurt, die Buchmesse, ist ein Handel um Lizenzen. Fast ausschließlich Experten, Journalisten, Verleger und Autoren kommen her. Und das Publikum ist mehr oder weniger nur Zaungast. Wenn Sie zum Beispiel eines der 600.000 Bücher hier angefasst und versucht zu lesen und Sie wollten dieses Buch kaufen, es wäre Ihnen nicht gelungen, denn es ist keine Handelsmesse. Und das ist ein bisschen unbefriedigend für die vielen Menschen, die hierher kommen und die ganz gerne das ein oder andere Buch mit nach Hause nehmen würden. Hier in Frankfurt kann man sich lediglich Appetit holen. Gegessen wird dann in den entsprechenden Buchhandlungen, wo man dieses Buch zu teilweise ziemlich hohen Preisen kaufen kann. In Frankfurt, das ist auch eine Messe der Eitelkeiten, so wie die internationale Funkausstellung in Berlin ein Anziehungspunkt für das deutsche Showgeschäft ist, so kommen hier natürlich die Beautiful People der Literaturszene. Es gibt viele Partys, jeden Abend wurde gefeiert. Und die Herrschaften von den literarischen Großbetrieben kamen relativ verkatert morgens an ihre Stände. Es ist auch ein gesellschaftliches Ereignis. Es wird gekauft, es wird verkauft. Und Fazit, ich möchte es noch einmal sagen, es wird wieder mehr gelesen und das zu Ungunsten des Fernsehens. Hier ist zum Beispiel eine Maschine aufgebaut, die Fernseher frisst. Und Fernsehen, das ist ja die große Gefahr für das Buch gewesen. Inzwischen hat sich herausgestellt, man kann Fernsehen und lesen, man kann konsumieren und seine Fantasie anregen. Allein in diesem Jahr wurden über 70.000 neue Bücher in Frankfurt vorgestellt. Bereits erfolgreiche Verlage bewerben sich ebenso um die Gunst der Leser wie relativ kleine Häuser, wie zum Beispiel die RTL-Edition, die nach dem französischen Buchmarkt auch deutschsprachiges Publikum für ihre Produkte begeistern möchte. Auch Bonner Prominenz gibt sich in Frankfurt ein Stelldich ein, wie hier Bundestagspräsident Dr. Rainer Barzel. Herr Dr. Barzel, kommen Sie auf die Messe als Leser oder als Autor? Also Leser bin ich sowieso und Autor bin ich auch, sagen wir mal als Rainer Barzel. Welches Buch liegt zurzeit auf Ihrem Nachtschrank? Auf meinem Nachtschrank liegt zurzeit irgendetwas, was niemand angeht, mit einer Platon, den ich wieder einmal lesen möchte. Aber das ist nicht interessant genug. Es gibt eine Möglichkeit zu sehen, ob man auf der linken Seite noch ein bisschen Griechisch zusammenbekommt. Und kann dann, wenn man müde ist, auch futschen als rechts in Deutsch. Was mögen Sie denn lieber, Belletristik oder Sachbuch als Leser? Als Leser bin ich sehr interessiert, aber nicht einfach schon in meinem Beruf, auf historischem, sozialem und rechtlichem Gebiet, wirtschaftlichem Gebiet, natürlich auf dem Laufenden sein und möchte eigentlich auch ein bisschen versuchen, Anschluss zu halten, auch an die schöne Literatur, aber das bleibt manchmal liegen und da gibt es auf dem Schreibtisch dann einen anwachsenden Stoß, aber der geht dann mit in die Ferien.
Die Bücher, die Sie bisher geschrieben haben, waren politische Bekenntnisse. Sollte man doch eine Basel-Autobiografie geben? Oh, und wenn Sie genau hingucken, steht schon eine ganze Menge da drin. Und es gibt ja außerdem einen literarischen Versuch von mir, der nach wie vor ein Buch ist. Und ich weiß nicht, ob der Verlag erlaubt, ein Geheimnis zu erzählen. Ich arbeite an einem neuen Buch und hoffe, dass wir zu vernünftigen Zeitpunkt der ersten Hälfte des nächsten Jahres damit auch auf den Markt kommen werden. Schreiben Sie heimlich auch Gedichte? Als ganz junger Mann viele und jetzt noch manchmal. Und die kommen dann ins Tagebuch, aber das kennt noch keiner. In einer Talkshow mit Alexander U. Martens vom ZDF und Marion Preuß von RTL Plus stellt Udo Jürgens ein eigenes Buch vor: Smoking und Blue Jeans. Der Mann, jetzt doch immerhin im reifen Alter, der diese ganz große Schwäche für Mädchen hat. Und es wird in der Presse auch immer wieder erwähnt und eigentlich hauptsächlich erwähnt. Ist es eigentlich für Sie angenehm? Na, ich meine, das habe ich mir selber zu verdanken natürlich. Als ich im Jahre 1967 das Lied 17 Jahre blondes Haar komponierte und das Lied dann zum ersten Mal mein wirklich großer Durchbruch war, da war mir natürlich klar, dass ich mir von diesem Tag an mein Image in alle Zukunft versaut hatte. Und so ist es dann auch gekommen. Und wenn ich heute mit einer blonden Dame gesehen werde auf der Straße, wenn sie schlank ist oder ein Lokal betrete und die kann 35 sein, 28, 20 oder auch vielleicht 17, dann heißt, wird mir immer hinterher gepfiffen oder gesungen, 17 Jahre blondes Haar. Naja, daher kommt das, glaube ich. Ja, auch provoziert und es wird ja auch immer wieder erwähnt. Und ich habe auch noch selbst erwähnt, dass Sie einen richtigen Trieb verspüren. Ist das eigentlich mit 50 auch noch? Also. Triebhaft, ja, das Wort steht im Buch. Also hier, wenn ich so die Runde schaue, sind einige 50-Jährige, glaube ich, da und ich freue mich darüber. Ich meine, müssen das immer. Also das ist ja eine ganz abartige Unterstellung, dass wir keinen Trieb mehr haben dürfen, ja. Also der Trieb ist selbstverständlich, Gott sei Dank, sehr wohl vorhanden. Sie nur auf junge Mädchen? Nein, das natürlich nicht. Also das hat sich doch schon etwas angeglichen jetzt. Das ist, ich glaube, ich meine, es... Wer hat was gegen junge Mädchen? Niemand, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir drucken sie auf die ersten Seiten, drücken sie ans Herz und anschließend auf die erste Seite da einer Illustrierten. Und wir alle sind uns darüber einig, dass es immer eine schöne Sache ist. Das hat damit gar nichts zu tun. Die Frage ist doch nur einfach, wer hat noch Chancen und wer nicht? Und nicht, wem gefallen sie oder wem gefallen sie nicht. Das ist die Frage. Haben Sie denn noch eine Chance? Oder sind die Chancen mit 50 auch ein bisschen weniger geworden? Also ich muss zu meiner großen Freude gestehen, obwohl Julio Iglesias im Augenblick in Deutschland ist. dass ich mich sehr darüber freue, dass ich noch Chancen habe, ja. Im renommiertesten Frankfurter Hotel treffen sich zur gleichen Zeit Autoren und Verleger. Was sagt Henry Jäger, Schriftsteller aus Ascona, zur Buchmesse? Für mich ist die Messe eine schillernde Seifenblase. Sie ist nicht unbedingt günstig für den Autor, denn zu echten Kontakten kommt es dabei nicht. Es wird viel gegessen, viel getrunken und sehr viel geredet. Ich habe leider vermisst junge Autoren, die gefördert wurden, die mit ihrem Erstling rausgekommen sind. In 5, 6 Jahren wird sich diese Sünde bitter rächen. Dann werden die Herren Verleger den Romanautor suchen. Sie werden ihn sicherlich mit Gold aufwiegen wollen, aber es wird keine geben. Auf der Party eines großen Verlages fragte ich prominente Besucher, welches Buch lesen Sie gerade? Hier Martin Schulze von der ARD. Welches Buch ich gerade lese? Was lesen Sie gerade für ein Buch? Das muss ich mal richtig überlegen. Also Sie wissen, im Prinzip... Das bisschen, was ich lese, schreibe ich mir selber. Ich versuche gerade ein paar Bücher zu lesen über deutsche Geschichte, heißt im Besonderen, was daraus werden kann. Es gibt ja eine Reihe von Büchern zurzeit, die sich damit beschäftigen, was bei der Wurzelsuche dieser Nation zu erreichen ist. Die Wiedervereinigungsdebatte ist ja nur etwas sehr Aufgesetztes dabei. Belletristik, Kriminalromane, Lyrik, ist das nicht so Ihr Metier als Leser? Das ist keine Frage meiner Vorlieben, sondern es ist eine Frage der Zeit.
Ich lese Boxbücher, weil wir eine Boxsendung machen bei Alles oder Nichts. Das ist mein Problem im Moment, dass ich immer, 4 Wochen sind schnell rum oder 5 Wochen, dass ich mich dann auf das nächste Thema stürze. Und jetzt bin ich mit Boxbüchern beschäftigt. Also jangle.